Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 74. Im letzten Part haben wir die teuflischen 100 Münzen aus kurz 11 Ecken gesammelt, die so teuflisch waren, dass ich Speed up musste am Ende. Aber das hat trotzdem geklappt. Wir sind jetzt hier immer noch mit den letzten 5 Sternen und hier gibt es auch keine Tipps, also. Beziehungsweise auch keine Reihenfolge. Also, aber zeige ich jetzt euch mal kurz. Ein Stern, der schon mal asozial versteckt ist, der nicht jeder gerade sofort findet. Und zwar hier. Ihr seht ja hier die rote Mütze. Wenn ihr jetzt durchschwimmt, die einsammelt, seht ihr noch einen Schatten. Wenn ihr jetzt nach oben schwimmt in das Loch, ist dort oben nämlich der Stern. Schatten, zwar nämlich der Schatten des Sterns. Also sagt mir mal so, das ist nämlich der schwierigste Stern. Die anderen sind alle easy. Die kann man. Und wenn man jetzt mal von der roten Münze absieht, sind jetzt die nächsten 4 Sterne einfach ein reines Kinderspiel. Also man kann jetzt sozusagen aussuchen, was wollt ihr zuerst wollen. Würde ich sagen, jetzt muss ich gerade überlegen. Es ist nicht so einfach. Sehr gut. Weil ich versuche jetzt gerade zu erinnern, wo der Schalter ist. Ach, hier. Dann ist nämlich der Schalter für den einen Stern, der hinter dem Gittertor versteckt ist. Nach dort hinten an der Küste. Das Problem ist halt nur, Lucky, du kommst jetzt nicht so genau mit. Here we go! Aber im Grunde genommen ein ganz einfacher Stern. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal kurz einen schwierigeren mal in Angriff. Das wären nämlich die 5 Secrets. Nehmt mir mal eine hier hinter der Barthecke. Da muss ich jetzt gerade überlegen. Aber auf dem Dach ist auch eins, aber ich bin mir da nicht sicher. Also zumindest mal dort auf dem Bett ist eins. Oder nicht? Das ist wahrscheinlich nur das auf dem Dach. Also da brauche ich mal kurz deine Hilfe. Komm schon her. Ja, da auf der Dachspitze. Muss ich jetzt gerade überlegen. Noch ein paar Punkte sind. Die weiß ich jetzt doch nicht alle auswendig. Glaub, da bin ich sehr. Ja, da ist eins. Dann. Aber bei der Clip. Dort müsste noch eines sein. Ehrlich, ich finde das Level hier vom Style her schon ein bisschen nice gemacht. Ehrlich, solches schöne Level, die mag ich am meisten. Da ist nichts. Okay, hier ist es auch. Ich muss einfach überlegen, wo die wieder alles sind. Ach ja, das sollte man eigentlich noch nicht sehen. Eins ist hier unten und dann. Ich glaube, unter dem Strand. Heute, oder? Ja. Und dann erscheint dann den Stern. Ich wollte schon gerade sagen, Stern.
Ja, kann man auch sagen. Auf jeden Fall auf dem Dach der Strandhütte. Schade, dass uns der Chuck ja nicht gerade erwischt, weil das wäre ein bisschen kontraproduktiv, wenn der dies hätte. Einen schönen Schatz suchen. So, aber sind glaube ich noch... Ja, noch zwei. Dann hat mir... Ja, jetzt weiß ich. Haben wir jetzt mal den ersten Stern, denn... Ich habe da vorhin kurz... gerade diesen Szenen einen kleinen Bereich. Und dort unten ist nämlich auch ein Stern versteckt und... Wenn ihr auf 100 Münzenjagd seid, dort unten sind auf jeden Fall gar keine Münzen. Schau, wo das genau ist wieder. Ich glaube, ich weiß es. Wäre nur schön, wenn Mario nicht immer ständig runterfallen würde. Jetzt können wir so viele Münzen verschwenden, wie wir wollen. Die brauchen wir ja nicht mehr. Ja, das Projekt neigt sich auch schon langsam dem Ende zu. Ist jetzt Kurs 11. Also ich würde jetzt schätzen... Ja, gut, 5 Parts könnten es vielleicht noch sein. Vielleicht noch weniger. Naja, sagen wir mal für die letzten Kurse, da werde ich jetzt auch für Bert's Safe States nutzen. Weil ich faul bin, ich will einfach durch das Spiel ein bisschen an Fortschritt gewinnen, dass wir dann später einmal mit Fallout 3 beginnen können. Das ist ja nämlich das Nachfolgeprojekt. Jetzt im Set ein Loch da könnt ihr rein. Dort müssen wir jetzt den Anführer der Bullies besiegen. Ich wollte eigentlich, dass er... So wie ich mich kenne, sterbe ich jetzt doch. Theoretisch kannst du auch die Bullies da runterschubsen, aber das würde ich euch nicht empfehlen, weil er kommt da nicht mehr raus. Wie ein Gefängnis. Oh, jetzt noch der letzte. Ja, auf dem Schwebebalken. Dann haben wir auch schon Kurs 11 abgeschossen, können uns dann Kurs 12 mit. Wenn es gut geht, schaffen wir sogar Kurs 12 noch komplett. Vorausgesetzt, Mario spielt mit. Spielt nicht gegen mich. Ich möchte jetzt auch so langsam das Projekt auch mal beenden. Deswegen nehme ich jetzt auch gerade ein bisschen mehr Parts auf, was ich eigentlich brauche. Und ich möchte das auch mal langsam beenden. Wir sind jetzt bei Part 16. Wollte ich jetzt nicht, dass Mario da runterfällt. Ich bin so mutig, ich springe natürlich auf dem dünnen Balken, ne? Ja, das waren jetzt auch alle von Kurs 11, wenn ich mich nicht täusche. So, dann ab zu Kurs 12, das würde ich jetzt auch gleich zeigen, wo das ist. Das wird auf jeden Fall noch hartnäckig kurz sein, aber sagen wir mal so, der Rest ist einfach Pillepalle. Die sind dann alle dort in den Pyramiden drin. Kurs 13 bis 15 und das finale Pause-Level, obwohl wir jetzt schon mit und sogar zu ihm gehen können, aber ich möchte ja 100% spielen.
Also werden wir uns Bowser ein bisschen warten müssen. Der Eingang von Coldsworth befindet sich genau hier drüben. Und rein. Hab gesagt, rein. Coldsworth Zornesklippe. Könne Buhus Invasion. Aber wir machen ja natürlich zuerst die 100 Münzen stehen. Obwohl jetzt hier der blaue Schalter, der könnte noch ein bisschen gemein sein. Aber der ist nicht so gemein wie der bei Kurs 11. Aber sagen wir mal so, wenn wir jetzt das nicht schaffen würden, könnte es eng werden zwecks Münzen. Problem ist nur, wenn der Blind springen muss, dann schaffst du es natürlich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch einen Zugriff mit dem Safe States. Ich werde keine Lust mehr haben. Ich will es einfach nur durchbringen. Ich glaube, ich kann es gerne als Safe State Fake bezeichnen, ist mir jetzt egal. Also sagen wir spätestens für Kurs 14 und 15 hätte ich es benutzen müssen, weil die sind dann die echter Hardcore, wenn man es ohne Safe States machen will. Das würde ich euch sogar nicht mal empfehlen. Einfach nur das Hardcore da ist nämlich. Sagen wir mal so, das nehme ich auf demselben Niveau wie zum Beispiel Super Mario 74 Extreme Edition. Also so in etwa in der Liga spielt sich dann das Gesamte ab. Ja, warte, wenn ich jetzt springe, schaffe ich es oder wie? Nö. Wieso auch? Selbst wenn ich drauf lande, rutsche ich eh wieder runter. Da drüben sind jetzt auch noch ein paar. Und da oben ist nämlich der Stern. Kurses. Jetzt muss ich nur dazu bringen, dass die Kamera jetzt hinter mir ist, damit ich weiß, wo die Säule steht. Dann verkacke ich es trotzdem. Das nur, weil ich den Weitsprung voll auf den Kopf verkackt habe. Machen wir auf der anderen Seite, was wir dort noch so haben. Wenn ich das gerade in die Mütze runterfällt, das wäre ein bisschen suboptimal. Wenn wir dann auch schon die Münzen zusammen, dann können wir auch gerade die 8 Münzen stellen mit. Nehmen. Das ignorieren wir mal kurz. Ja, und hier sind Buhus. Die müssen wir natürlich auch besiegen. Ja, es gibt ja auch Unterschiede zwischen den Buhus. Zum Beispiel habt ihr bei Super Mario 64 LP gesehen, gibt auch welche die blaue Münzen geben. Und ich glaube hier gibt sie nur gelbe. Also zumindest in begeisterten Fabrikhall gab sie nur gelbe Münzen. Ich weiß nicht, wie das eigentlich bei Hex so gestellt werden kann, dass sie blaue droppen sollen. Aber anscheinend geht das nicht. Also einfach droppen sie hier auch die gelben. Man kann halt den Hack auch nicht perfekt machen, obwohl der als wirklich ein richtiges Spiel durchgehen könnte. Das meine ich jetzt im Ernst. Es könnte als eine Fortsetzung von Super Mario 64 durchgehen. Es kann auf jeden Fall noch für den Hack gespielt werden, wenn man Super Mario 64 Star Road vom guten, Skeletons, glaube ich.
Ach, ich finde es dann früher oder später, als würde ich es dann mal Let's Playen. Aber nur nicht gerade im Anschluss. Und wie schon gesagt, wenn ich gute Super Mario 64 Hacks kenne, die ich mal Let's Playen sollte, schreibt es unten in die Kommentare, was für ein Spiel das ist. Ich werde es mir dann anschauen und auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten als LP. Ihr könnt mir da gerne ein paar Vorschläge schicken. Vorausgesetzt, Nintendo hat nicht gerade ein Problem damit. Weil es werden ja letzte Zeit ein paar Fake-Games ja gelöscht. So wie ich es jetzt weiß, ist glaube Super 74 bis jetzt noch unberührt geblieben. Sollte auch so bleiben. Na, schön wäre es. So, der Blaubünzenschalter. Ich besiege das mal kurz. König Buu, nur dass er mal weg ist. Und theoretisch kann man den auch mit Longjumps treffen, obwohl es nicht technisch gesehen das Longjump ein Longjump ist. Dass er irgendeine Animation davon im Schaden macht. Und ich glaube, den Stern jetzt dort zu bauen zu lassen, das war jetzt wirklich eine dumme Idee. Ich glaube, das war wirklich jetzt eine dumme Idee. Okay, das musste ich jetzt hinnehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Münzen es hier genau gibt. Ich weiß nur, dass der blaue Schalter von dort ist und man den 100 Münzen steckt. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht alle erwischt, aber ich habe trotzdem den 100 Münzen Stern. Also ich kann jetzt nicht gerade auswendig sagen, wie viel es genau sind. Ich muss jetzt nur die Stelle finden, in der er gespawnt ist. Besten ohne, dass ich runterfalle. Wäre auch wieder super optimal, wenn das passieren würde. Der Quatsch springen, die konnte ich früher nie. Mit der Zeit gehen sie ja. Nur die komischen Quatschsprünge, die sie jetzt teilweise schon hier verlangen, die sind noch ein bisschen kritisch. So, der 100 Münzenstern und der 800 Münzenstern. Denn bei 100 Münzenstern müsst ihr halt eben schauen, dass der Hund die 100. Münze nicht die über dem Abgrund ist. Weil wenn ihr sonst im Abgrund seid, ihr kriegt zwar den Stern, aber sterbt dann instant. Stern wird zwar gezählt, aber dann habt ihr einfach 100 Münzen eingesammelt für nichts und wieder nichts. Jetzt fast wieder in den Core Self reingejumpt. Ja, nur das Bobbuch ist ein bisschen blöd gesetzt, aber auf der Merkerstelle konnte er es nicht besser machen, da die wahrscheinlich auch, so viel ich weiß, vorgeschrieben sind. Und ich bin da nicht ganz sicher. Das hat sogar Lupi dann in seinem eigenen Part geklärt. Aber der hat auf jeden Fall ohne Safe States gespielt. Schon mal für ihn mal großen Respekt. Weil ich würde das nicht können. So, dann nehme ich mal ein bisschen schwierigen. Denn wir wollen ja ein bisschen den Wandsprungskill trainieren, nämlich. Hier oben ist der Stern. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da hin? Das ganz
einfach, aber mit schwierig ausführen. Ist jetzt S, Balbaria gut positionieren. Dann Long Jump. Der Watchbook sollte dann auch funktionieren, wenn möglich. Aber das hat ein bisschen Timing-Sache. Und wenn es dann könnte, dann einfach Weitsprung und Weitsprung und schon kommt dann den Stern. Aber man braucht zwingend mal den Long Jump, weil sonst kommt man, glaube ich, nicht durch. Und da wieder ein epischen Rechtschreibfehler. Wattensprungwunder. Weiß nicht, ich möchte das für da. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn man mit dem Waten springt. Nee, was hätte man gesagt, dass sowas kann passieren. Ich find's einfach nur lustig. ich bin jetzt hier nicht Deutschlehrer, also ich bin hier nur ein Let's Player. Also. Wenn wir mal so Rechtschreibfehler, könnt ihr selber behalten. Sowieso, sie können wir wahrscheinlich die Kost doch noch abschließen. So gerade überlegen. Okay. Dann würde ich sagen. Wir holen jetzt den vom König Buhu ab. Okay, also so braucht man den Wandsprung nicht zu machen, Mario. Ich glaube, mit der Kameraperspektive gerade auch nicht. Bin ich jetzt so dumm für den Wandsprung oder wieso schaffe ich das jetzt nicht? Jetzt mal Kamera raus, vielleicht geht's dann. Hallo? Ich glaube, jetzt sterbe ich, nur weil der Wattsprung nicht will. Halt so. Hardcore. Ja, der Wetter, ich werde jetzt von einem Gumbat getötet. Oder wir haben jetzt zuerst den Säulenstern. Der müsste, glaube ich, von hier aus sein. Eigentlich ist es zwar geplant, von Säule zu Säule springen, aber mit dem gezielten Long Jump von hier aus, wenn er sich dann an der Kante festhält, kommt man da auch ran. Auf jeden Fall die einfachere Variante, an den Stern ranzukommen, als wenn man die schwierige über die zwei Säulen macht für ein One-Up. Wenn man das richtig hardcore machen will, kann man es auch von ganz oben machen. Und das sogar blind. Wenn ihr es richtig hardcore haben wollt, das würde ich euch nicht empfehlen. Also von der Stelle, wo ich jetzt gerade abgesprungen bin, das geht vollkommen in Ordnung. Ich glaube, jetzt fehlen nur noch zwei. Kann das sein? Nein, drei sogar. Ja, ich glaube nicht, dass das reicht. Dann würde ich sagen, wir holen jetzt mal einen Secret Stern, der ein bisschen auch gut versteckt ist. Weil meistens gehen halt einem die Idee aus und da weiß man nicht, was man noch als Stern nehmen könnte. Da bleibt man lieber wieder auf der klassischen Weise. Weißt du nicht, wieso Mario den Wattsprung nicht mehr machen will? Ich
wenn er dann wieder zu dicht an der Wand hängt, bleibt dann wieder genauso wenig. So, geht doch. So, der Geheimstein, der müsste, glaube ich, jetzt dort drüben sein. Ja, sieht gut aus. Und zwar. Vorausgesetzt, die Kamera spielt mit. Ich habe das Gefühl, die Kamera will nicht mitspielen. Vielen Dank, Kamera, dass du wirklich so ein Arschloch bist. Nochmal herzlichen Dank. Ich möchte Dennis hier versteckt. Der Kameramann, der jetzt gerade daran arbeitet, ist wirklich ein totaler Idiot. Schau genau ins M, der Secret Stern. Aber der ist einfach zu finden, wenn man genau hinsieht. Jetzt nicht so fies versteckt wie ein gewisser Stern in Kurs 7? Oder? Ja, in Kurs 7. Der bei Kurs 7 der Game Stern, der war wirklich fies versteckt. So, noch zwei. Würde ich sagen, einfach nur so aus Trotz bemachen König Buu als letztes. Nicht weil ich ihn nicht mag oder so. Man muss auch mal ein bisschen Priorität setzen. Ne, das geht schon nicht mehr. Wenn er dann mit der Wandsprung wieder schief kommt, dann brecht lieber ab. Wenn er dann einmal an der Ecke festkattet, dann habt ihr das Problem. Dann macht er den Wandsprung nicht mehr und stürzt in die Tiefe. Jetzt für den Einstein brauchen wir jetzt nämlich hier den Invisible Block. Sonst komme ich nicht dran, denn der Stein ist nämlich hier unten hinter der Box. Mit Unsichtbarkeitskappe macht uns das Feuer nichts aus. Aber man kann auch theoretisch, glaube ich, die Box zerstören, auch ohne die Kappe. Ich wüsste jetzt aber nicht wie. Und weißt du, schön, wir holen jetzt den letzten auch noch. Dann haben wir jetzt Kurs 12 auch durch, da fehlen nur noch die letzten drei Kurse. Und sagen wir mal Kurs 13, das wird auf jeden Fall wieder ein kleines. Easy. Okay, wenn man jetzt zum Beispiel alle 100 Münzen sammelt, dann wird 13 nämlich die maximale Münzenzahl, die möglich ist, nämlich 255. Ach ja, und ich glaube, vor dem finalen Boss-Fight werde ich dann noch kurz noch die 5 Secrets mit euch abgehen. Die eigentlich ja geplant gewesen wäre, dass man es jetzt noch, wenn man eben die maximale Sternanzahl hat. Was soll denn das jetzt, Mario? Ja, das würde ich auf jeden Fall vorschieben, bevor wir dann einen Endkampf machen, weil das passt dann auch. Oder... Nein, ich mach das anders. Ich hab gerade überlegt, weil es gibt noch den besseren... einen besseren Zeitpunkt, sagen wir mal so. Dann machen wir es nämlich dann, also nach dem Final Boss, dann gibt es einfach noch einen Bonus-Part. Das würde so perfekt passen, wenn ich es so machen würde. Ja, dann machen wir das so. So, aber jetzt erstmal kann ich Bubu besiegen, wie man ihn mit Long Jumps besiegt, ich will es jetzt nicht demonstrieren.
Das möchte ich jetzt einfach gerade nicht demonstrieren. Und der Stern, und das war's dann auch schon. Kurs 12 beendet mit allen Sternen. Jetzt haben wir 123. Also viel fehlen uns ja nicht mehr. Ja, da haben wir es auch. So, dann beende ich den Part an der Stelle. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann mit Kurs 13 beginnen. Bis dann und tschüss.